Und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch, wie gesagt, zeigen, wie man die Druckerplatte levelt. Also fangen wir direkt an. Wir brauchen einmal ein Blatt Papier, das wir hier einmal drunter legen können. Außerdem müsst ihr einmal die Wanne hier rausnehmen. Die habe ich jetzt in meinem Fall da hingestellt. Da müsst ihr auch ganz wichtig drauf achten, dass nicht zu viel Sonnenstrahlen draufstrahlen, weil sonst wird es wegen dem UV-Licht, weil Sonnenstrahlen haben auch UV-Licht, härtet sich das oben aus. Deswegen müsst ihr da aufpassen, vielleicht stellt ihr da auch irgendwas drüber, damit es nicht hart wird. Auf jeden Fall braucht ihr so ein Blatt Papier. Das legt ihr einmal drunter. Falls ihr irgendwas Dreckiges drauf sein sollte auf der Platte hier unten, macht das bitte weg, weil sonst kann es sein, dass es nicht so genau gelevelt wird. So, fangen wir direkt an. Wir gehen einmal zum Drucker, machen ihn an. Genau, ihr geht einmal zu Tools, dann einmal zu Move Z und drückt einmal auf die Home-Taste. Dann guckt ihr einmal, wo es einmal stehen bleibt. Das ist die bis jetzt gelevelte 0. Also von da aus würde der Drucker anfangen zu drucken. So. Und mein heutiger Sponsor ist Timbuli. Er macht Landwirtschaftsvideos und ja, folgt ihm gerne einmal auf TikTok und lasst natürlich ganz viele Herzen da. Fertig. So, jetzt sehen wir hier, da ist noch sehr viel Platz, das Blatt bewegt sich, alles noch viel zu hoch. So, jetzt gehen wir hier mal auf eine genauere Einstellung und zwar gehen wir jetzt auf 1 mm erstmal. So, jetzt gehen wir hier ein paar Schritte runter, bis wir schon sehen, dass es das Blatt berührt. So, jetzt gehen wir auf 0,1 mm und gucken jetzt erstmal, wie sich das Blatt bewegt. Wenn es sich stark bewegt, dann müsst ihr noch weiter hochfahren. So, wenn ihr das jetzt so habt, holt ihr einmal den Schraubenschlüssel, der bei den Teilen beim Drucker dabei ist. So, bei mir ist es in dieser Tüte. Diesen Schraubenschlüssel brauchen wir jetzt. So, jetzt gehen wir hier oben einmal in dieses Loch rein. Und schrauben hier einmal die Schraube locker. Dann merkt ihr nämlich, dass die Platte hier unten sich bewegen kann. So, die macht ihr dann einmal gerade, dass es hier einmal auf dieser Linie genau drauf passt. So. Und jetzt machen wir das wie einmal besprochen. Hier sieht man, bewegt sich noch zu doll. Wir müssen noch ein paar 10 mm runter. Gehen wir nochmal einen 10 mm runter. Jetzt ist es bei mir perfekt. Es bewegt sich und hat einen kleinen Widerstand. Wenn das so ist, schraubt ihr das hier oben einmal wieder zu. So. Und am besten auch sehr richtig doll zuschrauben. Sonst kann es sein, dass es sich wieder löst. Genau. Fertig. Und ja, jetzt habt ihr die Druckerplatte gelevelt. So, aber das weiß ja jetzt der Drucker noch nicht. Deswegen geht ihr jetzt hier einmal zurück und drückt einmal auf Z, ergibt gleich 0. Jetzt fragt der Drucker nochmal, ob hier die 0-Position sein soll. Dann drückt ihr einmal auf Enter und das war's schon. So, jetzt ist die Druckerplatte gelevelt. Jetzt könnt ihr anfangen, den ersten Druck zu machen. Aber vergesst nicht, die Wanne reinzustellen und das Blatt Papier rauszunehmen. Das war's mit dem Video und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Daumen nach oben wäre natürlich auch okay. Dann könnt ihr einmal meinen Kanal oben rechts abonnieren. Oben links findet ihr mein erstes Video zu diesem Drucker und einmal die Ankündigung zu diesem Drucker. Ganz unten links findet ihr einmal die Fräse CNC, also Mostly Printed CNC. Da findet ihr einmal die Playlist und unten, ganz unten rechts, findet ihr einmal die Playlist von meinem Anycubic i3 Mega. Das war's mit dem Video und tschüss, ciao Leute.